Glucosurie. Glucosurie ist die Ausscheidung von Glucose, also Traubenzucker bzw. Dextrose, über den Harn durch die Niere. Glucosurie hat etwas mit Urin zu tun und Glucose. Glucose ist der Traubenzucker, der im Blut gelöst ist, und Glucosurie ist also die Ausscheidung von Traubenzucker über den Harn der Niere, also über den Urin. Die Urin-Glucose-Wirkung von 15 Milligramm pro Deziliter ist der sogenannte normale Nüchternurin. Und wenn es drunter bleibt, dann ist das noch normal und physiologisch. Nahrungsbedingt können dann die Werte von nicht nüchtern Urin bis doppelt so hoch sein, werden jedoch im nüchtern Urin Werte gemessen, die größer sind als 15 Milligramm pro Deziliter, dann ist das eine Glucosurie, und das heißt also, es wird mehr Glucose ausgeschieden über das Blut als normal wäre. Und diese, also Glucosurie, ist zum einen einfach die Ausscheidung von Traubenzucker über den Harn. Und dann, wenn es mehr ist als ein bestimmter Wert, dann ist es Glucosurie im engeren Sinne. Und das gilt dann als ein Symptom, zum Beispiel für Diabetes. Wenn Glucosurie erheblich über diese 15 Milligramm pro Deziliter im nüchternen Zustand ist, dann geht man davon aus, dass zu hohe Blutglucosewerte sind, und das kann dann heißen, dass es Diabetes mellitus ist. Allerdings kann Glucosurie auch einfach auf eine Fehlfunktion der Nieren hinweisen. Und so ist die Bestimmung des Blutzuckers über den Urin ein schnelles Verfahren, um Hinweise auf Diabetes zu bekommen, aber es ersetzt nicht eine gründlichere Diagnose, zum Beispiel beim Diabetologen.